Hallo zusammen, das hier ist bereits die zweite LaCie-Festplatte, die ich für euch auspacken darf. Das Mobile Drive hier mit dem USB-C-Anschluss hat 5 TB Speicher und ist 130 MB in der Sekunde schnell. Mitgeliefert bekommt ihr eine einmonatige Mitgliedschaft in der Adobe Creative Cloud. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man kreativ arbeiten möchte in Zukunft. Die Box lässt sich wunderbar mit einem Messer öffnen, das Siegel war verklebt. In der Box zu finden eine Plastikhalterung, in der sowohl Kabel als auch Festplatte ihren Platz gefunden haben. Das Ganze ist sehr sicher verpackt, da geht nichts kaputt. Die Platte selber ist nicht so dünn wie die Porsche Design Festplatte, die ich kürzlich vorgestellt habe, weil hier einfach schlichtweg mal 5 TB verbaut sind. Das neue Design, welches im Frühjahr auf der CES in Las Vegas vorgestellt wurde, gefällt uns richtig gut und wird wohl auch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren bei LaCie eine große Rolle spielen. Das hier sind die beiden Kabel, USB 3.0 auf USB-C. Beziehungsweise USB-C auf USB-C. Die beiden Kabel werden mitgeliefert, somit sind alle aktuellen und auch älteren Computer in der Lage, mit diesem neuen LaCie-Laufwerk zu arbeiten. Jetzt verpacke ich das Ganze wieder, suche mir den Karton, da ist er, schieb das mal alles da rein. Ach so, hier sind noch Belege, Zettel zur Creative Cloud-Mitgliedschaft, zum Registrieren der Festplatte und auch eine Kurzanleitung, mit welchem Anschluss man was, wo, wie anschließen kann. Also auch relativ interessant für Leute, die jetzt nicht ganz so technisch versiert sind. Einfach mal wieder eingepackt, das ganze Ding, die Papiere dazu. Und dann wird unser Test der Festplatte in Kürze beginnen. Alles weitere dazu könnt ihr auf allgadgets.de lesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, folgt, lest und keine Ahnung, sonst wie unterstützt.